Wer das Video anschaut, sollte wissen, dass Prozent von 100 heißt und das gleiche ist wie ein Hundertstel. Alle, die das zum ersten Mal hören, sollten hier nochmal draufklicken. Alle anderen dranbleiben. Heute zeige ich euch, wie ihr den Grundwert mit der Formel ausrechnet. Bevor wir uns aber um das Ausrechnen kümmern, klären wir erst noch einmal die wichtigsten Begriffe. Der Prozentsatz, klein p, ist die Zahl, die vor dem Prozentzeichen steht. Euer bester Freund behauptet, er hat die neue PlayStation 20% billiger geschossen, dann ist die 20 vor dem Prozentzeichen der Prozentsatz. Der Prozentwert, groß W, ist ein Anteil vom Grundwert. Man munkelt, 17 von 85 Gummibärchen in einer Tüte seien rote Gummibärchen. Die 17 Gummibärchen sind der Prozentwert. Der Grundwert, groß G, ist immer 100% und ist das, von dem ihr einen Anteil habt, beziehungsweise von dem ihr einen Anteil ausrechnen sollt. In Textaufgaben steht der ganz oft hinter dem Wort von. 3 von 14 befragten Schüler finden Mathe echt gruselig. Die 14 Schüler sind der Grundwert. Und wie ihr den ausrechnet, schauen wir uns jetzt an. Am letzten Wochenende wart ihr mal so richtig fleißig und habt ordentlich viel Zeit auf der Couch verbracht. Ihr habt euch nämlich 3 Staffeln eurer Lieblingsserie reingeballert. Laut eurem Streaming-Anbieter des Vertrauens waren das angeblich 20% der ganzen Serie. Wie viele Staffeln hat eure Lieblingsserie denn jetzt? Als allererstes, egal ob wir mit dem Dreisatz oder mit der Formel rechnen, schreiben wir uns auf, was gegeben und was gesucht ist. Da in der Textaufgabe eine Prozentzahl vorkommt, ist klar, dass die 20 vor dem Prozentzeichen unser Prozentsatz ist. Die 3 Staffeln sind der Anteil der Serie, den ihr euch schon reingezogen habt. Das ist also unser Prozentwert. Wie viele Staffeln die Serie jetzt insgesamt hat, wissen wir nicht. Das Ganze, also der Grundwert, ist gesucht. Die Formel für den Grundwert ist G ist gleich W durch P mal 100. Hier setzen wir jetzt einfach alles ein, was gegeben ist und rechnen das dann aus. G ist gleich 3 geteilt durch 20 mal 100. Und das sind 15. Eure Serie hat also sage und schreibe 15 Staffeln. Ihr könnt also ganz entspannt weiter Binge-Watching betreiben. Machen wir noch ein Beispiel. Durch euren Serienmarathon habt ihr eure Hausaufgaben komplett vergessen. Als ihr euch so euer Matheheft anschaut, stellt ihr fest, dass ihr doch schon ganze 6 Aufgaben gerechnet habt. Als ihr euren besten Kumpel anruft, um zu fragen, was ihr noch alles zu tun habt, lacht der nur und meint, dass ihr erst 30% aller Aufgaben gemacht habt. Wie viele Aufgaben müsst ihr jetzt insgesamt machen? Das erste, was uns wieder ins Auge springt, ist die Prozentzahl. Vor dem Prozentzeichen steht die 30. Das muss also unser Prozentwert sein. Die 6 Aufgaben sind der Anteil von allen Aufgaben, den ihr schon gemacht habt. Das ist also unser Prozentwert. Und alle Aufgaben sind 100%, also unser Grundwert. Der ist gesucht. Die Formel für den Grundwert ist immer noch G ist gleich W geteilt durch P mal 100. Hier setzen wir wieder einfach alles ein, was gegeben ist, und rechnen das dann aus. G ist gleich 6 geteilt durch 30 mal 100 und das sind 20. Insgesamt müsst ihr also 20 Aufgaben berechnen. Na, da habt ihr noch alle Hände voll zu tun. Was solltet ihr euch jetzt unbedingt merken? Der Prozentsatz wird mit klein p, der Prozentwert mit groß W und der Grundwert mit groß G abgekürzt. Bei Textaufgaben als erstes immer aufschreiben, was gegeben und was gesucht ist. Dann den Grundwert entweder über den Dreisatz oder über die Formel G ist gleich W geteilt durch P mal 100 ausrechnen. So,
Ich hoffe, ich konnte euch wieder ein bisschen weiterhelfen. Wer motiviert ist, kann mal in die Kommentare schreiben, ob er lieber mit dem Dreisatz oder mit der Formel rechnet. Das würde mich nämlich echt mal interessieren. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Entsprechen 3 Aufgaben. 6 Aufgaben. Wieso 3? Na, 6. Das erste, was uns wieder ins Auge springt, ist die Prozentzahl.